In den folgenden Minuten geht es um den Boxeraufstand in China. Dieser fand um das Jahr 1900 herum statt. Die Boxer intensivierten ihre Angriffe auf Missionare und Christen, woraufhin sich 8 Staaten veranlasst sahen, einzugreifen. Das waren die Vereinigten 8 Staaten, bestehend aus den führenden europäischen Mächten plus Japan plus den Vereinigten Staaten. Zum Hintergrund. Das traditionelle China war massiv geschwächt. Man hatte 3 Kriege verloren, die Opiumkriege und den ersten japanisch-chinesischen Krieg. Auf der anderen Seite stieg der Einfluss der ausländischen Mächte und insbesondere Großbritannien, Frankreich, Russland, Japan und Deutschland etablierten Einflusssphären in China. Darüber hinaus intensivierte sich die christliche Missionsarbeit in China. Vor diesem Hintergrund entstand in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts die Boxerbewegung. Das waren Geheimbünde, die Boxer genannt würden aufgrund des Ausübens von Kampfkünsten. Das waren spirituelle und abergläubische Vereinigungen, die China reinigen wollten und von der ausländischen Unterdrückung befreien wollten. Attraktiv waren die Boxer insbesondere für arbeits- und mittellose Dorfbewohner. Zur Vorgeschichte. Im November 1897 wurden 2 deutsche Missionare ermordet. Das sah das Deutsche Reich als Anlass, das Gebiet um Tsingtao als eigene Einflusssphäre auszuweiten, woraufhin auch Frankreich, Japan, Russland und Großbritannien in ihren Gebieten das Gleiche machten. 97, 98 kam es zu Dürren und Überflutungen. Und diese wirtschaftliche Not bescherte den Boxern Zulauf, worauf sich dann auch die Angriffe gegen Missionare und Christen intensivierten. Im Zusammenhang mit dem Boxeraufstand ist ein Ereignis der chinesischen Innenpolitik wichtig. 1898 scheiterte die 100-Tage-Reform, von moderaten Kräften am kaiserlichen Hof initiiert, am Widerstand der Konservativen. Die Kaiserinwitwe Cixi konnte das nutzen, um selbst die Macht zu übernehmen und den Kaiser unter Hausarrest zu stellen. Sie erließ dann im Januar 1900 ein Edikt, das die Boxer für gesetzestreu erklärte, und dann nahmen die Übergriffe natürlich zu. Das war nicht hinnehmbar für die ausländischen Mächte. Sie setzten den kaiserlichen Hof unter Druck und es kam zu einem Verbot der Boxer, das aber nicht wirklich nachdrücklich umgesetzt wurde. Die Boxer griffen nun verstärkt Ausländer und Christen auch in Peking an und daraufhin ergriffen die ausländischen Mächte Maßnahmen, um ihre Bürger und die Christen zu schützen, aber auch ihre Interessen durchzusetzen. Zusätzliche Soldaten wurden in Peking stationiert und man setzte die Seymour-Expedition im Marsch. 2000 Mann brachen von Tianjin nach Peking auf. Ferner wurden die strategisch wichtigen Dagu-Forts bei Tianjin erobert. Die Chinesen waren nun erfolgreich. Reguläre Truppen und Boxer siegten gegen die Seymour-Streitkräfte und diese standen kurz vor der Vernichtung, konnten nur gerade so von einem Regiment unter russischer Führung gerettet werden. Die Kaiserin stellte nun ein Ultimatum, alle Ausländer sollten Peking verlassen. Der deutsche Gesandte von Ketteler war auf dem Weg zu den Chinesen, um zu verhandeln, wurde ermordet, woraufhin die Ausländer und Christen das Gesandtschaftsviertel nicht mehr verließen. Dann erklärte am 21. Juni die Kaiserin allen ausländischen Mächten den Krieg. Aber es muss erwähnt werden, dass die Gouverneure vor allem im Süden da nicht mitmachten und sich mindestens neutral verhielten. Die Belagerung des Botschaftsviertels von Peking begann. Das waren natürlich großartige oder heldenhafte Kämpfe der Soldaten dort. Aber das Botschaftsviertel konnte nicht eingenommen werden, insbesondere darauf, dass die chinesische Seite sich nicht klar war, was zu tun war. Zum einen gab es Anordnungen, Schutz der Ausländer, zum anderen Angriff auf die Ausländer. Das Ganze war nicht wirklich konsequent. Die alliierten Truppen nahmen dann Tianjin ein und begannen im Vormarsch auf Peking, siegten in 2 Schlachten und konnten Peking bis zum 16. August unter ihre Kontrolle bringen. In dieser Zeit floh die Kaiserin und russische Truppen besetzten bis September die Mandschurei, also den Nordosten Chinas. Die Chinesen mussten dann am 7. September das Boxer-Protokoll akzeptieren. Und das akzeptierten sie, weil der Kaiserin die Weiterführung der Herrschaft zugesichert wurde, es keine Gebietsverluste für China gab, aber hohe Reparationen und es sollten 10 hochrangige Offizielle hingerichtet werden. Das wurde aber auch nicht konsequent umgesetzt. Die europäischen Mächte und die Vereinigten Staaten gaben nun die Strategie auf, China direkt zu kontrollieren,
sondern wollten wirtschaftliche Vorteile über die Kontrolle der chinesischen Regierung erreichen. Das führte aber langfristig zum Rückzug der Europäer und Amerikaner und machte den Weg für die Japaner frei. Eine Ausnahme ist hier wahrscheinlich Russland. Die zogen sich nicht aus der Mandschurei zurück und das führte natürlich zu einem Interessengegensatz mit Japan und damit auch zum russisch-japanischen Krieg. Das traditionelle China und die Qing-Dynastie waren nun in der Endphase ihrer Existenz. Noch einige Anmerkungen. Es gab massive Gräueltaten und Massaker auf beiden Seiten. Ferner muss die Hunrede von Kaiser Wilhelm genannt werden, der die deutschen Truppen mit martialischen Worten nach China schickte. Und das wurde später im Ersten Weltkrieg von den Briten propagandistisch genutzt und gegen das Deutsche Reich verwendet. Das war der Boxeraufstand in 5.